Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Senseless Survivor wieder hier. Und heute gibt es wieder eine schöne Runde auf Woods mit Onkel Klaus bin ich unterwegs. Und ja, der Senseless, der Schlawiner, war auch etwas gemein und fies, aber es war auch lustig und ich denke, wir haben eine gute Tat getan. Um was es geht, werdet ihr im Video sehen. Zieht es euch rein, habt viel Spaß dabei. Lasst mir gerne ein Abo oder Like da, würde ich mich riesig freuen. Ja, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüssi. Bin gespannt. Gleich wieder erschossen werden. Zum Wachwerden ist das gut. Ja. Aber ich hatte mich ja dann auch immer hingelegt, wollte bloß ein halbes Stündchen schlafen. Dann habe ich so eine Stunde draus gemacht. Oh. Da läuft einer, oder? Ja, rechts von uns. Ja. Wo wir hergekommen sind, oder? Irgendwie rechts habe ich auch was jemand im Felsen, glaube ich. Ja. Wo bist du? Tolodiba-Hangkette und Felsen direkt. Was, du bist am Felsen? Bei der Waffenkiste, bei der Waffenkiste. Oh, hast du dort gehockt? Ja, das warst du. Ja, ja. Ich gucke mal jetzt links um den Felsen. Ah, ich höre dich. Aber ich höre ihn nicht mehr. Oder waren das deine Steps, die ich gehört habe? Nee, ich habe auch was gehört. Hast du gerade Geräusch gemacht? Ja, ich komme zurück. Ja, Strauch. Komm zurück, Klaus. Mhm. Da mal ein bisschen Obacht geben, ne? Mhm. Du bist am Zelt, denke ich. Ja. Oder? Bis jetzt sah es clean aus. PRS-Mist. Ist nicht PT-Munition sein können. Danke, Sven. Oh, ich war komplett verstrahlt. Kommst du? Komm zu dir. Okay. Ja, ja. PRS. Na, ich lasse mal, falls mir die Munition ausgehen sollte. Ich habe ja noch so ein MC-2-Scope. Was ich auch bei einer Mia-Waffe drauf habe. Ah, okay. Kannst du es bei dir drauf machen? Nee, glaube nicht. Nee. Ah, okay. Jetzt hätte ich es dir. Mhm, danke. Weil, ist eigentlich ein geiles Teil, das Teil. Ein geiles Teil, das Teil. Oh ja. Gott. Ja, ja. Er rennt runter, ich muss mich verbinden. Ich bin ordentlich eingeheizt, der Hund. Wo ist er hin? Das glaube ich runtergerannt. Aber ich weiß nicht wo. Alter, hat er mir ordentlich gegeben, du. Ja, ich habe den auch ordentlich gegeben. Boah, ich will den jetzt kalt machen. Minus. Sehr gut. Geil. Die Ratte. Da kullert er. Sehr schön. Das war der von eben, den wir gehört haben, garantiert. Ja, ja, ja.
Ah, das klang so laut, so nah schon bei uns. Oh. War der alleine? War der zu zweit? Keine Ahnung, ich muss mich flicken. Also es hat jedenfalls keiner mehr auf mich geschossen jetzt, wo ich hinter ihm her bin, wie so ein... Ah, ist auch gleich wieder so extrem warm heute bei uns. Oh. Oh. Das war doch relativ nah, oder? Mir hat einer eine Mine gefunden, oder? Mhm. Das muss hinter uns sein, so Jusek Camp die Ecke. Ja. Ja, ja, wo wir herkommen. Da können wir mal hingucken, oder? Vielleicht sehen wir ihn ja stehen, wie er sich gerade hier zusammenfliegt. Oh, das ist gemein. Ja, was war das denn gerade mit dem hier? Ja, der hat's auch bereut. Ja, der Rest seiner 5 Sekunden, die er noch hatte. Dann läuft er noch weg. Also, da, oh. Da, also ich. Gut, ich guck mal runter zu dem. Ja. Da rollt er. Da liegt er. Mit. Sauri. Spatz. Nice. Schon wieder! Alter, er kann aber auch den Hals nicht voll kriegen, was? Muss sie direkt hier vorne rechts sein? Ja, ich guck mal hoch auf den Felsen. Ach so, von der Seite kommen wir nicht hoch, oder? Doch hier. Nee, von hier. Hm. Dann muss er hier vorne rechts irgendwo sein. Auch nicht, dass er uns noch abknallt. Der Hallo-Tri. Tot ist er. Das ist arme Scheiße. Ja, hey, Matze, geh doch mal zum Looten hin. Ja, geil. Ich glaube, es war eine Erlösung jetzt. Da wären nie heil rausgekommen und so. Und wir haben einen Kill und er kriegt sein Zeug ja wieder, wenn er es versichert hat. Ach, die arme Seele. Hier ist alles abgelootet, ne? Ja. Oh, ist immer noch so. Die Augen sind noch nicht richtig justiert. Was sagte Benji? Einige Duffelbags, wo man meint, dass die offen sind, sind gar nicht gelootet, oder? Ja, auf Interchange meint er, oder? Ich weiß nicht, ob das jetzt ein generelles Problem ist hier im Spiel. Ach ja, endlich wieder Tarkov zocken. Oh, das war hart. Das war hart, Klaus. 3 Wochen mal nicht zocken, aber der Beutel hat ja auch, ich weiß gar nicht, ob du dabei warst, meinte er auch, dass er auch mal ein bisschen kürzer treten muss. Zwecks Beziehung und so. Ja, das ist wohl so. Mhm. Es hat ja auch immer so extreme Phasen, ne? Ja. Also ich glaube, hier ist noch nicht gelootet. Nee. Hier ist noch PS-Muni für dich, 30 Schuss. Schön. Danke. Ich habe nämlich gerade eben BT gefunden, 60 Schuss. Oh, hier. Geil. Nice. Schonka, kann ich gebrauchen. BP, nochmal. Oh, schön. Das ist schön. So. Du bist im Keller, ne? Nee, noch nicht. Also. Ich will dann nämlich mal hier bleiben, hier oben bleiben, quasi. Okay.
du noch Tushonka finden musst, solltest. Ne? Brauchst du noch welche? Alter! Was war das für einer? Da hockte hier auf der Treppe. Auch ein Spieler. Ja. Hab ich mich erschrocken. Junge, Junge. Wieso, wieso hab's ich denn abgekriegt? Ehrlich? Ja, so, ja, sicher. Fast der Armschwann und Brust. Gibt's doch gar nicht. Kugeln wahrscheinlich abgeprallt oder was? Keine Ahnung. Hast du sehr schön reagiert, muss ich ja sagen. Danke. Danke. Oh, Zucker. Er hat etwas, wofür sich zu kämpfen lohnt. Rein mit dir. Oder? Nee, die sieht man. Shit. Ja. Rein mit dir. Ja, das ist gut. Das sollte passen. Lauf links entlang, ne? Vom Weg. Ja, okay. Ah, gut, Max. Oh, vor uns. Ich weiß nicht. Kann nichts sehen. Ne, sehen auch nicht, aber es muss irgendwie fast direkt vor uns sein. An der Hütte muss doch irgendwo gewesen sein. Ich sehe ihn. Ganz weit weg. Okay. Links oder rechts? Links, links, links. An der zweiten Hütte. Ah, okay. Der ist dann nach links in die Hütte irgendwie reingegangen oder in die Richtung der Hütte gegangen. Ja. Ja, ich sehe dich da vorne. Genau die Höhe war das ungefähr. Ach, jetzt das hörst du, ne? Granate. Das war ein Skeff? Ja, ja. Muss vorsichtig sein ohne Body. Komm rüber, bin drüben, Klaus. Ja. Das Minus. Ich bin links, ja, von hier. Okay. Oh, war es wenigstens schön, Krofogi. Ich habe meinen Urlaub nächste Woche. Aber ich fahre nicht weg. Aber ich zocke auch nicht. Ich mach mal Pause komplett. Videos werde ich noch hochladen, aber streamen erstmal nicht. Zocken auch nicht. Hier kommt was angerannt. Oh, Skeff. Wo bist du? An der Hütte noch? Hab ihn. Sehr gut. Du bist hinter mir jetzt, ja, ne? Ja, ich bin hinter dir, genau. Ushanka brauchen wir auch für irgendwas, ne? Ushanka? Hm? Oh ja, oh, ich brauche noch brauchst eine. Brauchst du noch eine, oder was? Ja, dann du den mit. Cool, danke dir. Wie viel braucht man denn davon? Zwei. Brauchst du noch irgendwas zu trinken oder so? Ne, ich hab alles. Dann schmeiße ich jetzt die PRS-Munition weg. Der liegt hier Fierstseite. Okay. An der Hütte. Geil, Ushanka, nice, danke. Oh, meine Rettung, Klaus. Ah, Matze, ich hab gar kein Geld mit. Ich hab was mit, keine Sorge. Also jetzt muss nicht meinen, dass ich das jetzt extra mache, immer kein Geld mit, weil ich sparsam bin oder so. Ne? Achso, Sparfuchs. Nee, gar kein Ding. Außerdem mache ich doch noch Schulden bei dir, Klaus. Ach, hör auf. 90.000? 99.000, glaube ich. Ja, die ich aber erstmal nicht zurückzahlen kann. Als ich es konnte letztens, wolltest du nicht. Aber kein Ding, ich lade dich ein, natürlich, für die Taxifahrt geht aufs Haus. Ja, super. Mhm. Warte, Urlaub wenigstens schön, Krofogi. Und da hat's auch hin. Will er nicht, oder was? Doch, jetzt ist er hinüber.
PRS. Ich guck mir mal eben an. Ja, mach. Ja, oh Mann, diese Sticks. Ich such die auch so. So hart. Bist du über Holz gelaufen? Ja, ich bin hier an der Hütte. Ich laufe dann Richtung Durchbruch. Ja, ich komm, ich komm, ich komm. Ich komme bei Skier nicht weiter, wenn ich diese blöden Sticks nicht finde. Ja. Dito. Das ist doch Wahnsinn, oder? Doch... Entweder wirst du aufgehalten, weil du die Schlüssel nicht hast. Oder du findest das Zeug einfach nicht, was du brauchst. Hast denn schon, du denn schon deine drei Grafikkarten? Nee. Eine habe ich. Die hatte ich mir geschossen, da war ich auf Interchange, da war ein Skeff-Spieler. Mal eben eine kleine Pause machen. Ja, Sitte. Ja. Skeff, auf der Straße. Okay. Hasten. Oh ne, da läuft er noch da hinten. Wir fangen uns noch einen Headshot ein. Jetzt ist er tot, oder? Oder hat er sich bloß hingelegt? Was machst denn du? Alter, schon wieder am Stacheldraht genascht. Holt dir nicht noch einen ab, die letzten paar Sekunden. Nee, hab ich auch keinen Bock zu. Matze, grüß dich, herzlich willkommen. Was sagt die Uhr? 20, 17, 16. Oh, ich geh hoch. Ich weiß nicht, stand da hinten noch einer? Hat's gar nicht richtig gesehen. Ich hab's auch nicht mehr gesehen. Wir haben noch Platz, Krofoki, ja. Muss ich dich dann runter im Channel? Kannst du ja so lange in den Warteraum Platz nehmen, werter Herr? Ach so, den einen habe ich ja hinten im Minenfeld erschossen. Das war ein Jusek, Klaus. Der hätte bestimmt das Doc-Tech hätte holen sollen. Warum? Du brauchst doch Jusek Doc-Techs. Nee, ich habe doch alles für dich. Ach so. Hä? Ach so? Ich habe ich für dich. Du hast die schon alle abgegeben? Ja, die 7? Ja. Wieso habe ich die Quest nicht? Ist das doch, ist das Parpo? Oh ne, Skier glaube ich, oder? Hier. Ah, naja, gut, da hänge ich ja mit den Sticks, komme ich ja nicht weiter.